Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen beim KIMI-Report zu einem weiteren Interview aus der Serie Aletheia Konsulat. Und deshalb ist der berufene Mund dafür bei uns, der Präsident, Herr Dr. Med. Björn Rickenbach. Herzlich willkommen, Björn, dass du nach der Sommerpause, obwohl ich den Eindruck habe, der Sommer beginnt erst nach der Sommerpause so richtig, einmal mehr den Weg nach Basel gefunden hast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wie geht's? Danke vielmals. Danke für die Einladung. Gerne. Schön, wieder bei dir zu sein. Danke, geht gut. Der Sommer hat sehr gut getan. Wir haben schon etwas mehr Sonne gehabt, als du jetzt gerade erwähnt hast. Und das hat gut getan. Sehr schön, sehr schön. Aber meine Sonne ist ja, sollte man ja vermeiden, nicht? Also oder mindestens Sonnenschutz 50 hast du gemacht, nehme ich an. Viel Textil, viel Sonnenschutz und wenig Exposition. Nichts, oder? Nichts. Ich habe mit entblößtem Oberkörper geheult. Was? Ja, und habe meine Vitamin-D-Dosis natürlich aufgeladen. Okay. Geht das noch? Ist das noch politisch korrekt, mit entblößtem Oberkörper als älterer weißer Mann zu heuen? Geht das noch? Oder ist das? Ja, ich habe mit der Sense gemäht. Aha. Und es ist so, dass sogar ein Tourist angehalten hat, das Auto umgedreht hat und vorbeigekommen ist, um Fotos zu machen, weil das offenbar derartig nostalgisch ihn berührt hat. Und jetzt bist du im nächsten Bauernkalender oder so. Anatomie eines Superstars oder so. Ich hoffe nicht. Okay. Schön, also was gibt's Neues? Also man hat etwas von einem Fest gehört, da war ich nicht, weil ich einen anderen Termin hatte von Aletheia, aber sonst habe ich den Eindruck, ja, man hört immer ein bisschen von den gleichen, von Walti, von Olivo, also von der wissenschaftlichen Abteilung, aber sonst ist es auch sommerpausig gewesen. Ja. Was möchtest du unseren Zuschauern Neues mitteilen aus und von Aletheia? Ja, eben, wir haben ein Sommerfest gehabt, wie letztes Jahr, aber etwas anders, weil wir das mit Graswurzel zusammen gemacht haben. Das war eine sehr gelungene Aktion mit etwa 1300 Besuchern. In Bottis Kräutergarten, das ist eine Gärtnerei, welche der Naturmedizin sehr nahe steht. Graswurzel natürlich auch. Und es ist so, dass sonst im Sommer die Aktivitäten bei Aletheia diskret verlaufen, wie überhaupt allgemein, aber immer wieder, denn unsere Hauptaktivitäten sind eigentlich in den Regiogruppen. Und diese Regiogruppen, die arbeiten still vor Ort und autonom und wirklich selbstständig, machen unterschiedliche, sehr gute Dinge mit den Menschen, mit den Patienten, mit den Wissensbegierigen, für die sie Vorträge organisieren. Und das steht natürlich in keiner Tageszeitung und kommt an keinem nationalen Fernseher. Aber das funktioniert und das ist sehr befriedigend. Was ist, du bist jetzt 3/4 Jahr Präsident? Ja, etwa. Plus ou moins. Genau. Was siehst du als deine Hauptaufgabe als Präsident? Meine Hauptaufgabe ist eigentlich zu schauen, dass Harmonie herrscht in unserer Verbindung und dass wir die vielen unterschiedlichen Ansätze, Gesichtspunkte und Vorgehensweisen so miteinander verbinden, dass jeder seinen Platz findet und sinnvoll einbringen kann. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, denn wir sind durchaus nicht alle aus denselben Horizonten aufgetaucht und wir sind durchaus nicht alle der gleichen Meinung und wir haben völlig andere Lebenserfahrungen und auch Praxiserfahrungen und haben ganz andere Philosophien. Und doch sind wir irgendwie zusammengekommen durch diese Krisensituation und haben insofern etwas Gemeinsames. Und dieses Gemeinsame, das wir als menschenwürdige Medizin und Wissenschaft bezeichnen möchten und verfolgen möchten, das gilt es erst richtig zu entwickeln.
Und das ist keine hochspektakuläre Angelegenheit, aber das ist etwas, wo wir dran sind. Und da sehe ich eigentlich eine Hauptaufgabe, dass wir eine gewisse Freundschaft, Toleranz, Umgänglichkeit pflegen und die Einzelinitiative unserer Unterstützer fördern, so gut das geht. Sie dazu ermutigen, dass sie sich in ihrem Leben selbst organisieren mit denen, die ihnen am nächsten sind. Ich meine nicht biologisch am nächsten, ich meine nicht familiär am nächsten, sondern ich denke in ihrem Lebensumfeld am nächsten, damit es loko-regionale Gruppen gibt, die wissen, wie man in Situationen umgeht, in denen wir vom Staat verraten werden. Aber nur medizinisch? Ja, vorwiegend medizinisch, aber das geht natürlich in Lebensbereiche wie Ernährung oder Alltagsaktivitäten, ja, Pflege, ja, es ist, wir sind mehr medizinisch ausgerichtet, das ist schon so, das ist unser Schwergewicht. Du hast gesagt, ja, das sind die arbeiten still und leise vor sich hin und das steht dann in keiner Tageszeitung, nicht im Gebührenfernsehen. Ich denke einfach an dieses absolut niederschmetternde Resultat der Stopp-Impfpflicht-Initiative. Und also ich meine, ich kann mir das nicht erklären. Covid-2 hat, du korrigierst mich, 39% ja, von unserer, ja, Seite, oder? Genau. Und seit Covid-2 ist einiges ans Tageslicht gekommen über Wirksamkeit der Impfung im Sinne des Eigenschutzes, im Sinne des Übertragungsschutzes und auch Nebenwirkungen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich spreche geimpfte Menschen nicht mehr darauf an, weil ich habe das Gefühl, ich quäle sie. Mhm. Sie wissen, was sie getan haben. Aber ich höre von sehr vielen Menschen, die mich nicht immer sofort einordnen können, und ich würde sagen, fast alle haben in ihrem engsten oder engen Umfeld unangenehme Dinge erlebt von Menschen, die sich dieser Maßnahme unterzogen haben. Und jetzt bringe ich es auf den Punkt, wie kann es sein, dass trotz dieser Phase, wo vieles, und die RKI-Files sind ja nur the top of the iceberg, oder, ans Tageslicht gekommen ist, jetzt haben wir für eine solche nochmals 13% weniger. Also wir hatten 27%. Ich glaube, in Basel-Stadt war es 21%. Ich glaube, das war der zweitschlimmste Kanton, oder? Mit Zürich zusammen. Und da frage ich mich, wie konnte das geschehen? Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich jetzt von Aletheia nicht viel gehört. Und das wäre doch wirklich eine, meiner Meinung nach, gesundheitsgesellschaftspolitische Aufgabe, hier wirklich Tacheles zu reden. Und da habe ich den Eindruck gehabt, da hat Richi Kollo, FBS, Freie Bewegung Schweiz und ein paar andere Initiatoren dieser Initiative, die waren relativ einsam auf weiter Flur. Mhm. Und ich weiß es nicht, vielleicht... Also ich wäre, wenn ich jetzt da nicht einfach diese Plattform zur Verfügung stellen würde, ich wäre wahrscheinlich einer der größeren Querulanten bei Aletheia, weil meiner Meinung nach ein solches Netzwerk mit so vielen Mitgliedern und das auch lange Zeit sehr viel Spenden bekommen hat, das wird auch zurückgegangen sein, nehme ich an. Das ist so. Da würde ich einfach mehr gesellschaftspolitische immer mit dem Fokus, da gebe ich dir recht, medizinalpolitisch gesehen, da würde ich mehr Lärm erwarten. Ja, ich kann dein Argument verstehen und zugleich gehört auch das eben zu einer dieser vielen Ansichten. Es gibt zum Beispiel bei uns sehr viele, die sind politikmüde. Und es gibt sehr viele, die glauben nicht an die Demokratie. Und die investieren keinen Zentimeter mehr in politische Aktivitäten, weil sie bezweifeln, dass Abstimmungen ehrlich zugehen. Und wenn man die Resultate natürlich, wenn man den Politikern glaubt, dass die Resultate stimmen, dann kann man solche Überlegungen machen. Wenn man daran zweifelt, und man geht davon aus, die Abstimmungen seien manipuliert,
dann verliert man jedes Engagement in politische Aktivitäten. Und es gibt bei uns eine gewisse Anzahl von Unterstützern, die gehören dazu und die finden einfach, wir organisieren uns mit unseren Kräften lieber so, dass diese Kraft, die wir zur Verfügung haben, in etwas einfließt, was uns zugute kommt. Und bei den Politikern haben wir das nicht erlebt. Wenn wir uns dort engagieren, dann fährt man uns anschließend das Messer in den Rücken. Und deshalb ist es eben so, dass in dieser großen Meinungsvielfalt wir nicht das Zepter der Politik in die Hand nehmen und versuchen, da herumzufuchteln in einem pseudodemokratischen Staat, der den Menschen Augenwischerei vorgaukelt mit Abstimmungsmöglichkeiten und Stimmrecht und Stimme abgeben, heißt es ja, ich habe jemanden getroffen, der sagt, ich gebe doch meine Stimme nicht ab, ich behalte meine Stimme. Also wir kommen da natürlich in ein Umfeld, wo man sagt, wo stecke ich meine Ressourcen hinein? Und wenn ich meine Ressourcen in die Selbstorganisation hineinstecke, dann brauche ich keine Politik. Dann kann mir die Politik gestohlen werden, besonders dann, wenn sie auch nicht irgendwie zu einer Meinungsbildung beiträgt. Das ist auch nur die halbe Wahrheit, denn wir haben ja einen Flyer veröffentlicht zur WHO-Problematik. Der ist von Dezember bis Anfang April in 1,25 Millionen Haushalte in der Schweiz verteilt worden. Und insofern haben wir eine Art von Aufklärung betrieben. Das ist von Aletheia ausgegangen im Zusammenhang mit der EDU, welche aus politischen Gründen zusammengearbeitet hat. Also auch das ist nicht alles, aber es gibt auch eine gewisse Müdigkeit, eben sich zu verheizen in extremem Engagement, denn wir wissen, was es heißt, Unterschriften zu sammeln, auf die Straße zu gehen. Ja, von Covid 1 und 2, ich habe das samstagelang gemacht, bei minus 10 Grad, Unterschriften gesammelt, am Samstagmorgen auf dem Markt. Und wir haben uns einen abgefroren und so. Und am Schluss hast du den Eindruck, wir haben verloren. Es ist eine Art von Entmutigung und es ist auch eine Art von Frustration. Und wenn die Resultate manipuliert sind, dann ist zum Vornherein alles für den Mistkübel. Also es kommen massive Zweifel auf, die wir auch berücksichtigen und für die wir ein gewisses Verständnis haben. Und wenn es so einfach wäre, einfach laut zu schreien und alle würden zuhören, dann könnte man sich das überlegen, aber das ist eben nicht der Fall. Also ich, ja, das mit der WHO hast du ja, ich glaube, noch in meinem alten Studio in der Praxis mal erklärt. Das fand ich absolut, das war spitze. Und das war meiner Meinung nach die Übernahme von gesellschaftspolitischer Verantwortung. Was das jetzt gebracht hat, dass nur in Anführungszeichen die internationalen Gesundheitsvorschriften durchgewunken wurden, der Pandemievertrag nicht, das ist wie wenn ich ein Inserat mache fürs Kabarett. Ja, wie kann ich das messen, was das gebracht hat, oder? Wie kann ich es messen, wenn ich es in einem Video bewerbe? Ich kann es nicht wirklich messen, ich kann es nur spüren, oder? Ja. Aber es ist ein Puzzleteil. Kruse ist mit einem Anwaltsteam nach Genf gereist. Es gibt dann so trotzdem meiner Meinung nach ein Wir-Gefühl. Oder? Und wenn ich höre, wir sind Politik oder gewisse sind politikmüde und es wird alles nur noch auf die Betrugsschiene geschoben, dann ist das meiner Meinung nach dann ist das hochresignativ. Und ich finde das hochgefährlich. Weil wir haben viele deutsche Kollegen, wirklich Berufskollegen, die kommen in die Schweiz, nicht nur Hockerts, sondern jetzt auch Paul Brandenburg, den ich extrem schätze, auch sein Format Nachschlag. Guckt das übrigens an, bei Paul Brandenburg kommt einmal pro Woche mit Dieter Dehm und Keyvan Sufi Siawasch. Ich habe es geschafft, den Namen richtig auszusprechen. Simpel, aber einfach drei Männer, die was, das könnten auch Frauen sein, aber es sind jetzt mal Männer, die was zu sagen haben. Mhm. Und er wird geführt, oder? Als politisch motivierter Staatsfeind. Mhm. Das
da gebe ich dir recht, das, aber niemand hat gesagt, Widerstand ist einfach. Aber wenn man sagt, ja, es ist alles ist gefälscht und alles ist manipuliert und die Dominions, die Wahlmaschinen haben wir jetzt auch in der Schweiz, das hat nicht nur Trump erlebt, sondern auch wir und darum machen wir nichts und wir organisieren uns selbst. Ja, okay, aber das gibt dann wirklich, das gibt dann eine ganz kleine Welt. Also nehmen wir an, ich sammle jetzt Unterschriften für Richie Koller für die Bargeldinitiative 2. Mhm. Wenn wir sagen, ja, ist egal, wir haben dann halt kein Bargeld mehr. Ja gut, dann kann man vielleicht auf der Alp oben irgendwo, kann man Ziegenleder gegen Kuhmilch tauschen. So. Ja, okay, vielleicht gibt es ein paar solche, die das wollen. Ich sage jetzt mal klar, 90% der Schweizer und Schweizerinnen will das nicht. Ja. Also da müssen wir doch sagen, ja, gibt's nur Schwarz-Weiß oder gibt's noch, ich finde noch Anthrazit noch eine schöne Farbe, oder? Und die Deutschen, wenn man die Deutschen hört, Brandenburg, oder das ist schon fast, das geht mir auch ein bisschen auf den Keks, eine Glorifizierung der direkten Schweizer Demokratie. Mhm. Jürgen Elsässer und seine Frau, die waren mal kurz da und die Stefanie hat gesagt, seit ich in der Schweiz bin, schlafe ich wieder ruhig. Ja. Ja, vielleicht haben Sie nie mit Thomas Binder geredet, ich weiß es nicht, oder? Auf jeden Fall, es ist immer noch ein Gap. Schauen wir, was in England passiert. Ich habe es heute gebracht in einem Video, also heute diese Woche, dass du schon für Thought Crimes, also Gedankenverbrechen, eingesperrt werden kannst. Und es gab 3.300 solche Verhaftungen. In Russland gab es im gleichen Zeitraum 400. Ja, natürlich. Ja, gut, jetzt kann man sagen, ja, die Russen trauen sich schon gar nicht mehr, weil es ist so ja, kann ja sein, oder? Aber ich finde trotzdem, wir haben in der Schweiz noch eine restdirekte Demokratie. Da bin ich jetzt überzeugt davon. Wir haben noch unangenehme Parteien, die auch unangenehme Leute drin haben, also die SVP zum Beispiel. Es gibt noch rechtschaffene mittelständische Unternehmer bei der FDP. Mhm. Es gibt noch vereinzelte, noch nicht grün gewaschene Mitte-Politiker. Es gibt auch, und die sind wichtig für das Gesamtgefüge, einige gute SP-Politiker. Und ich finde, dass ja, wir Ärzte haben immer noch einen Status. Nicht mehr den wir hatten. Das ist klar, das ist auch gut, dass wir nicht mehr nur Halbgötter in Weiß sind. Aber wir haben noch einen Status und es gibt bei uns wirklich Kollegen und Kolleginnen, ich meine jetzt nicht bei Aletheia, ich kenne ja fast niemanden dort, aber offizialisierte, in Deutschland heißt es, in Amt und Würden sich befindende Kollegen, they speak out loud, nicht? Von Batke bis Czerny bis, ja, wie sie alle heißen, da Eckerle und wie. Und denen muss man doch was dagegen halten, oder? Also ich weiß es nicht, wenn wir kommen ja gleich noch auf die Impfungen, wenn die Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sagt und empfiehlt, Schwangere muss man immer noch gegen Covid-19 impfen. Ich finde, dem muss man öffentlich widersprechen. Ja, ja, öffentlich, ja. Das, wir haben auch widersprochen, aber es wird nicht öffentlich. Ich meine, es ist ganz klar. Thomas Binder gerade sagt, es ist alles gesagt. Seit 2 Jahren ist alles gesagt. Und es ist längstens alles gesagt und öffentlich, ja, wenn es öffentlich wäre. Es wäre ja ein Traum. Aber das ist eben das Problem. Und deshalb glaube ich, das gehört eben in diese Vielfalt unserer Unterstützerschaft, dass die einen glauben an Politik und die anderen glauben nicht an Politik. Die glauben, wir brauchen gar keine Politiker mehr. Am besten organisieren wir uns selbst und dann sind wir vielleicht auf der Alp und tauschen oder wir haben unser lokales Geld und das funktioniert und da kann uns niemand etwas dagegen sagen. Und ich denke, das gibt Perspektiven, die sich eigentlich erst auftun dann, wenn man sich einsetzt für neue Initiativen und dann kann man nicht alles machen. Dann kann man nicht Politik machen und ein neues Gesellschaftssystem aufbauen, welche sich einfach eigentlich ohne Politiker aufrechterhalten kann. Denn die Politiker, die machen ja nichts. Die schwatzen viel, sie verstehen meistens nicht von der Sache, weil sie keine Fachspezialisten sind, aber sie müssen überall etwas dazu sagen. Sie entscheiden viele Gesetze, aber zum Teil setzen sie nicht um oder sie sind nicht davon betroffen. Also man kommt da in
eine Dissonanz mit der Lebensrealität, die wir bei Aletheia eigentlich nicht suchen, sondern wir suchen eine gewisse Kohärenz zwischen dem, was Denken, Empfinden, Fühlen, Tun miteinander zu tun haben. Und leider kann man das von den Politikern überhaupt nicht sagen. Aber weißt du, wenn Binder sagt, es ist alles gesagt, dann kann man das blanko unterschreiben. Aber ich habe lange Freundschaft immer noch. Zwei Stöcke ober uns wohnt eine Dame, die war verheiratet mit einem Inhaber einer Werbeagentur. Freunde von uns, er leider verstorben. Und ich habe viel gelernt über Werbung. Und Niklas korrigiert mich vielleicht sofort. Ich habe mir etwas gemerkt. Man muss etwas neunmal realisieren, aktiv realisieren, bevor man ein bisschen sensibilisiert und ins Handeln kommt. Aber man realisiert eine Botschaft nur jedes dritte Mal. Das heißt, es sind eigentlich, Milchmeitli-Rechnung, 27 solche Botschaften nötig, damit man irgendjemand, der irgendwie indifferent die Olympischen Spiele schaut. Oder Brot und Spiele ist voll okay, ich habe sie nicht geschaut. Ich habe die WM in Katar geschaut, da stehe ich dazu. Es war eine geile WM, da stehe ich auch dazu. Außer einer Mannschaft, die zum Glück früh rausgeflogen ist, die gemeint hat, sie müsse die Welt retten. Und wenn man sagt, ja, es ist alles gesagt, ja, natürlich ist alles gesagt, aber wenn man Leute, die nur um 7:30 Tagesschau schauen und sagt, ja, aber wollt ihr nicht über euren eigenen Körper entscheiden? Ihr hört euch das an von den Abtreibungsbefürwortern. Dieses Fass machen wir nicht auf. Ich finde die Schweizer Fristenlösung okay. My body, my choice. Wenn es aber um Impfungen geht, dann gilt das nicht. Dann sagen wir, ja, das ist der Kaim. Ja, den musst du gar nicht zuhören, oder? Und dann kommt, ja, der Rinkenbach, ja, der ist sogar manchmal beim Kaimi im Studio, ne, dem musst du auch nicht zuhören. Und der Binder, nein, der war noch in der Psychiatrie, oder? Und das ist das Mühsame, das sind diese tibetanischen Gebetsmühlen. Ja. Und wenn man natürlich sagt, wenn man sagt, ja, ich brauche nichts, ich steige aus wie Knopfloch oder so, den ich übrigens sehr schätze für seine Videos und ich weiß nicht, wie fest er ausgestiegen ist, oder? Oder eben sagt, ja, ich lebe autark, ich habe meine Hochbeete mit den Kräutern. Ich habe mal gesagt, meine Hände sind zu schön, um sie immer in der Erde drin zu verwickeln. Ich stehe immer noch dazu. Ich möchte in einem anständigen Lebensmittelgeschäft einkaufen können. Aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen schauen, dass ich Bargeld habe. Ich möchte reisen können, egal wie. Ich möchte über eine Grenze gehen können, ohne mich als digital gläserner Bürger präsentieren zu müssen. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr, aber dann muss ich in den Spiegel schauen können und sagen, ja, irgendwo vor dem jüngsten Gericht oder in der Hölle, ich wahrscheinlich eh in der Hölle, kann ich sagen, ja, ich habe es versucht. Ja. Und das ist doch am Schluss, jede Religion stellt die gleiche. What's your purpose? Was ist der Sinn deiner Existenz? Ja, oder? Und wenn ich sage, der Sinn meiner Existenz ist in einem Mikrokosmos Ziegenfelle gegen, keine Ahnung, gegen Bärenkrallen zu tauschen, dann ist es okay. Aber wenn alle auf die Alp gehen, ist es ziemlich eng und dann ist die Alp verunstaltet. Also wir haben nun Metropolen, wir haben das Mittelland, es wird immer mehr zugebaut. Wir haben Stress, dichte Stress. Wollen wir einfach weiterschauen, bis wir 12 Millionen sind, sagen wir, ja, da können wir eh nichts machen. Ja, die stimmen ja sowieso ab. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe noch kein einziges Minarett in Bau gesehen, seit der Minarett-Initiative. Mhm. Ja? Also, ja, wir haben ja noch ein anderes Thema, aber du weißt, ich sag's, ich bin vom gesellschaftspolitischen Engagement von Aletheia, bin ich enttäuscht. Das ist nicht ad deiner Person, überhaupt nicht. Du bist nicht Trump, du bist nicht der Polteri, das schätze ich auch an dir sehr persönlich, oder? Aber ich finde, einfach zu sagen, ja, wir sind politmüde und es nutzt sowieso alles nichts, ja, ich bin auch ein alter Sack, oder? Ich habe heute einen halben Geburtstag, ich werde 62,5, aber irgendwie müssen wir sagen, ja, mir gefällt auch die Leier nicht, ja, denken wir an unsere Kinder und Großkinder und die werden auch nicht an uns denken, wenn wir dann mal bei den fünften Zähnen sind. Was, Mensch, oder so. Aber ich weiß nicht, Citoyen,
Ich habe es mal mit ganz bei einem. Wieso machst du weiter, oder? Ja, Citoyen, Bürger. Ja, aber wir sind auch Bürger. Wir sind natürlich. Selbstverständlich sind wir Bürger. Aber wir haben doch immer noch irgendwo einen Rahmen, in dem wir uns bewegen, in dem wir uns. Was ist aus diesen autonomen Schulen geworden? Ist alles praktisch alles inexistent, oder? Ja, mit wenigen Ausnahmen. Ja, also ich kenne mehrere Ausnahmen. Ja, aber viele Projekte hat es dann geheißen, sobald die Zertifikate weg waren und die Maskenpflicht weg war, Gott sei Dank, was sollen wir noch einen Lehrer anstellen und wenn der nicht gut ist, haben wir Geld investiert und so weiter, oder? Ja, also ich will jetzt nicht gegen die Politik auffahren, aber du musst natürlich auch wissen, dass die Schulen aufgeben, wenn die Maßnahmen wegfallen, dass die dann die Welt nicht verändern werden, oder? Und wenn das die 90% sind von denen, die betroffen sind, ja, dann machen die 90% halt das, was sie wollen, und die anderen machen auch, was sie wollen. Und das ist für nicht eine Frage der Quantität, sondern eine Frage der Realität. Und der Unterschied ist, dass bei uns getan wird und nicht geschwatzt. Und du hast recht, ich glaube auch, die Frage der Publizität, der Bekanntmachung, des 27-mal Widersagens, das ist etwas, was ich mir gerne merken will und vielleicht auch intensivieren will. Aber es ist bei denen, die aktiv sind, erstens nicht nötig und zweitens ist es viel wirksamer, etwas zu tun, als etwas zu sagen. Und es ist aber auch viel schwieriger, etwas zu tun, als etwas zu sagen. Und es ist viel unspektakulärer, etwas zu tun, als etwas zu sagen. Aber die Wirksamkeit dessen, was getan wird, ist viel, viel größer, als was alles geschwatzt wird. Ich kann dir nicht widersprechen, aber es gibt ein Sprichwort, das das wunderbar zusammenfasst. Gutes tun und darüber reden. Genau. Punkt. Ich bin einverstanden. Period. Ja. Oder? Ja, da treffen wir uns voll. Also ich finde auch den Worten lasst Taten folgen. Oder walk your talk. Ja. Es ist alles da. Aber wenn sehr viel gemacht wird oder viel gemacht wird im stillen Kämmerlein, dann ist es eben, wir müssen eins nicht vergessen, das Gewaltmonopol ist beim Staat. Das ist einfach so. Ja, natürlich. Und dieses muss immer wieder, und von mir aus 37, 18, 36 Mal, es muss immer wieder in Frage gestellt werden. Ja. Nochmals die Geschichte mit Assange haben wir irgendwie mit einem Schuldspruch überstanden. Man stelle sich das vor, er musste sich schuldig bekennen, dass er grausame Verbrechen veröffentlicht hat. Das war der Preis seiner Freiheit. Ja. Was heißt der Preis seiner Freiheit, nachdem er 12 Jahre irgendwie zwischen 15 und 6 Quadratmeter hin und her gependelt ist? Also, ja. Oder dann haben wir Kompakt gehabt, man macht auf dem Vereinsrecht-Ebene verbietet man die freie Meinungsäußerung. Oder man konfisziert sogar noch Möbel. Oder? Und da ist doch immerhin auch bei den Medien eine gewisse Solidarität spürbar geworden. Weil sie haben gedacht, ja, heute die, was ist mit uns morgen? Oder schreiben wir dann wirklich nur die uns sponsern? Und ich glaube, diesen Gewaltmonopol des Staates, das kann eigentlich auch nur beim Staat sein, aber er muss permanent hinterfragt werden. Ja. Ja, ja. Und das ist das, was auch Elsässer gesagt hat bei der Weltwoche, als ihn Roman Zeller, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig gesagt, gesagt hat, gibt es etwas, gegen das sie nicht sind? Und hat er gesagt, ich habe ein Oppositionsgen, ich hinterfrage Machtstrukturen. Ja. Und es gibt gute Sachen, seine Frau hat ihm geholfen, Olaf Scholz hat sich gegen die Taurus-Marschflugkörperlieferung ausgesprochen. Das wurde lobend schriftlich erwähnt im Komba. Ich kann das sagen, wenn etwas gut ist. Aber wenn so eine Hysterie entsteht, wie bei dieser C-19-Geschichte, dann entwickle ich extrem das Oppositionsgehen. Ja. Und ich glaube, weißt du, hinterfragen ist noch nicht so anstrengend. Nein, machen ist anstrengender, da gebe ich dir recht. Aber deshalb treffen wir uns auch, weil wir da gewisse Dinge hinterfragen und übersetzen möchten. Ja.
Also, wir haben ja noch, wir sind ja wunderbar am Reden, auch wenn wir uns nicht überall kongruent treffen, aber das ist ja auch gut so. Ich werde dich trotzdem zur Tür begleiten, in Freundschaft. Du hast, wir wollen ein bisschen über, es kommt ja irgendwann wieder der Winter. Nicht? Genau. Das war im 22 noch mit Panikgefühlen verbunden, im 23 etwas weniger. Und jetzt haben wir ja einen unglaublichen Zweikampf aus der Zoologie, die Affen gegen die Vögel. Mhm. Irgendwie die Schweine haben sie eliminiert. Vielleicht war das bei den Offiziellen zu viel Selbstbild, das ihnen nicht gut getan hat. Und da gibt es natürlich wieder Empfehlungen, eben von unseren Berufskollegen, die aber offizialisiert sind, nicht so wie wir in verschiedenen Diasporen des Untergrundes, des Hades herumturnen. Du hast was mitgebracht von deinem Ausübungskanton, sage ich das richtig? Ja. Neuchâtel. Genau. Ärztegesellschaft. Was meinen da unsere Kollegen? Was ja, die Kollegen preisen halt wieder an, dass man die Wintersaison mit der Grippeimpfung und der Covid-Impfung begleiten soll und verweisen auf diesem Schreiben, das ein Rundschreiben ist an sämtliche Allgemeinpraktiker und Ärzte des Kantons, verweisen da auf die Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit. Und ich bin dann da nachschauen gegangen und habe geschaut, ja, was erzählen denn die überhaupt auf dieser Webseite? Und das, denke ich, abgesehen davon, dass ich meine persönliche Überzeugung habe zu diesem Thema, gibt es einen gewissen Übersetzungsbedarf dieser Empfehlungen. Vom BAG? Oder? Ja, ja, denn es scheint mir nicht ganz alles so verständlich und ins Auge zu springen, dass man sagen kann, das ist jetzt sonnenklar, was damit gemeint ist. Und das kann einerseits daran liegen, dass wir nach einer gewissen Medizinalkarriere vielleicht anders die Sprache verstehen, des Medizinischen. Es kann aber auch daran liegen, dass die Texte eben so formuliert sind, dass sie einer Interpretation bedürfen. Und dem wollte ich mich heute zuwenden. So kommt eben zum Beispiel... Wem wird im Herbst, Winter eine Impfung empfohlen? Als einer der Punkte. Also die Influenza und Covid. Genau, es geht um die Covid-Impfung in erster Linie. In erster Linie, ja. Okay. Besonders gefährdete Personen und Schwangere können nach individueller Abklärung eine Impfung erhalten. Und dann steht doch auch, allen weiteren Personen wird keine Covid-Impfung empfohlen. Das ist jetzt BAG? Das ist BAG. Okay. Genau. Und dann gibt es weiter unten eine Rubrik, die steht etwas im Widerspruch. Also allen anderen nicht. Unten steht dann aber Personen ab 65 Jahren. Also sind Personen ab 65 Jahren besonders gefährdet? Das ist eine Frage. Also die Personen ab 65 Jahren gefährden unser Rentensystem besonders. Das war jetzt schweinisch. Mach weiter. Kannst du es rausschneiden? Nein, lass es drin. Das war böses Foul. Es ist natürlich so. Man kann es auch so verstehen. Es ist ja eine interessante Interpretation. Ich denke eben, es gibt verschiedene Verständnismöglichkeiten. Dann sind die Personen ab 60 Jahren mit einer chronischen Krankheit. Ja, das ist eine Behauptung. Und dann die Personen ab 16 Jahren mit einer Trisomie. Das erinnert so fast an Eugenismus, oder? Jetzt bist du auch schweinisch, oder? Jetzt bist du, hast du dich sofort auf meine Augenhöhe begeben. Ich danke also, dir. Doch Schweinegrippe. Ja, doch Schweinegrippe. Unsere private Schweinegrippe. Ja. Genau. Also die, welche sowieso einen Herzfehler haben, denen spritzt man noch etwas, was dann Endokarditis und Perikarditis auslöst. Es ist ja eigentlich einfach... Also man boostert nicht das Immunsystem, sondern den Herzfehler. Ja, genau. Ein okay. Booster des Herzfehlers, so ist es ja. Ja. Eine Amplifikation. Gut, die Impfung verbessert den Schutz vor früheren Krankheiten und deren Komplikationen für mehrere Monate. Das ist so auch eine interpretationswürdige Stelle, finde ich. Reicht das für den Winter?
mehrere Monate nicht war. Wenn der Winter lang ist, dann hat man Pech gehabt. Und dann ist natürlich auch die Frage, beeinflusst das die Covid-19-Impfung die Übertragung des Coronavirus? Und da sind die Antworten uns extrem spannend. Also 20, wo man das ja behauptet hat, heißt es, die Frage, ob die Impfung gegen Covid-19 auch die Übertragung des Coronavirus wieder reduziert, muss mit jeder neuen Variante des Coronavirus wieder beurteilt werden. Das immunologische Perpetuum mobile. Ja, aber was heißt das auf Deutsch gesagt? Ist sie wirksam? Wir wissen es nicht. Also wenn wir es nicht wissen, dann brauchen wir es auch nicht. Bei der Zulassung der Impfstoffe 20 war der Schutz vor Übertragung noch nicht bekannt. Habe ich recht gehört? Das ist auch noch BAG. BAG. Dass wir einfach. Das ist immer Zitat BAG. Jetzt 2024. Ja. Okay. Sie geben etwas zu, was wir damals behauptet haben. Es kann doch gar nicht sein. Ja, Entschuldigung, das wurde ja sogar noch von den Kirchen mitgetragen, nicht? Impfen ist Nächstenliebe. Ja. Und jetzt sagt das BAG, war nicht bekannt. War nicht bekannt. Okay. Es wurde erst in nachfolgenden Studien untersucht. Ja, schön, untersucht. Ja, und? Die Ergebnisse wurden bei der Erarbeitung der Impfempfehlungen berücksichtigt. Schön. Aber was waren die Ergebnisse? Ich denke, die Pharmainteressen wurden berücksichtigt. Ja, solche Ergebnisse. Zweifelsfrei. Aber es ist kein Klartext. Es ist zwar sehr viel geschrieben, aber es ist so etwas sumpfig, nicht wahr? Aber das hat doch gedreht. Also mein Berset ist hingestanden, Wieler ist hingestanden, Lauterbach, Fauci, Biden, eine Zeit lang sogar noch Trump, aber der hat ja die Impfstoffe gar nicht mehr als Präsident erlebt, weil der Rollout war irgendwie im Januar 21 und da wurde er Kapitolsturm natürlich da nicht. Aber es hat doch gedreht, als diese Pfizer Board Member Janine Small im EU-Parlament ausgesagt hat, oder? Wir haben das nicht untersucht. Was hat sie gesagt? It was the speed of irgend sowas, nicht? Also wie ein Titel von einer Coldplay-CD. Speed of Sound hieß die, aber sie hat the speed of the race for the vaccine. We hadn't the time. Ne? Ja, und dann haben die Medien, also die Mainstream-Medien, ja, das hat ja nie jemand behauptet. Aber wir waren doch alle asozial und wir haben unsere Großeltern gefährdet, wenn nicht umgebracht. Genau. Aber das ist doch alles archiviert, auch in den Medien. Ja, aber die Medien sind natürlich eigentlich von einer Alzheimer-Tendenz befallen. Oder von Archivbränden. Ja, das wäre schön. Wie die Bibliothek von Alexandria damals, nicht? Oder von Überschwemmungen neuesterdings natürlich, mit diesen großen Unwettern. Oder von Japankäfern, die fressen vielleicht nicht nur Rasen, sondern auch Archive. Ja, ja. Man müsste das auch untersuchen. Nicht nur Blätter, sondern auch Papier. Ja, genau. Genau. Also, kein Klartext heißt das. Und dann geht es weiter. Bei den anfänglich zirkulierenden Varianten, bis sie bis Südamerika bis circa Mitte 21 das Infektionsgeschehen beherrschten, konnten in Studien Hinweise für eine Reduktion der Virusausbreitung nach der Covid-Impfungen beobachtet werden. Es ist eine wunderschöne Sprache, nicht? Es ist fast literarisch. Konnten Hinweise beobachtet werden? Also was konnte nicht beobachtet werden? Wirksamkeit. Und was hätte alles auch noch beobachtet werden können? Es ist wirklich eine sehr vielseitige Äußerung, welche hier mehr literarischen als wissenschaftlichen Gesichtspunkten Rechnung trägt. Und so geht es natürlich weiter. Die Aussage, dass die Impfung dazu beitragen kann, die Übertragung des Virus auf andere Menschen zu reduzieren, war aber nach wie vor richtig. Dass es kann. Es kann, es muss nicht, es kann auch nicht. Also bitteschön. Deshalb habe ich jetzt wirklich das Bedürfnis gehabt,
dass etwas zu übersetzen, übrigens ein kleiner Witz zu den Übersetzern. Es war ein Übersetzer mit einem Freund, Übersetzer auf einem Schiff. Und dann hat er den anderen gefragt, kannst du überhaupt schwimmen? Und dann sagt der andere, nein, aber ich kann 9 Sprachen, um Hilfe zu schreien. Das ist auch gut. Wir machen weiter mit der Übersetzung. Bei der seit Ende 21 dominanten Omikron-Variante beziehungsweise ihren Untervarianten gehen die ECIF, das Eidgenössische Kommission für Impffragen, und BAG, Bundesamt für Gesundheit, davon aus, dass durch eine Impfung kein relevanter Schutz gegen Virusübertragungen besteht. Schön, ne? Das zu hören. Reue. Beichte und Reue. Beichte und Reue. Das heißt, war die Impfung nutzlos? Gab es nur das Risiko? Aber jetzt kommt die schöne Konsequenz aus dieser Erkenntnis. Alle Impfungen erhöhen aber weiterhin den Schutz vor schweren Verläufen, was das Hauptziel der Covid-19-Impfstrategie ist. Nicht der Impfstoffe, der Impfstrategie. Also wir haben eigentlich die Widersprüche nahtlos aufeinander geschoben. So wie ein Mac, ein Big Mac, nicht wahr? Zuerst das Brot und dann das Fleisch und was alles noch dazu kommt. Aber es ist unvereinbar. Ja, da kommen wir zu den Nebenwirkungen. Bei jeder Impfung kann es Nebenwirkungen geben, ja. Eine Binsenwahrheit. Und dann kommen die häufigen Nebenwirkungen, dann kommen die seltenen, die schweren, zum Beispiel Allergien. Todesfälle werden nicht genannt. Aber meistens waren sie mild. Es gibt zwar schwere, aber meistens waren sie mild. Das ist auch so eine Doppelbotschaft. Ja, yeah, it's double standard. Und dann weitere Nebenwirkungen können auftreten, wie eben diese Herzmuskelentzündung und die Herzbeutelentzündung, die aber meistens nicht tödlich ausgehen, aber manchmal halt leider auch tödlich. Aber eben meistens nicht. Gesundheitsprobleme können jederzeit auftreten, manchmal auch direkt nach einer Impfung. Das bedeutet nicht, dass sie eine Folge der Impfung sein müssen. Und da zieht man sich elegant aus der Affäre mit einer medizinischen, leider mit einer medizinischen Wahrheit. Hier stimmt das, denn es ist in der Medizin tatsächlich nicht möglich zu sagen mit 100%iger Sicherheit, dass ein ursächlicher Zusammenhang in irgendeiner Situation besteht. Es gibt nur die Empirie der Häufigkeit, oder? Ja, es gibt die Empirie der Häufigkeit, es gibt die Erfahrungswissenschaft in diesem Zusammenhängen. Und dann bei der Haftung gibt es auch wieder so schöne Widersprüche. Also die Entschädigung durch den Bund. Also natürlich werden nur bezahlt, wenn sie als solche anerkannt werden. Aber wir haben ja gerade vorher gesehen, dass es ganz einfach ist, die Zusammenhänge zu den Nebenwirkungen auszuhebeln. Also ist eine Entschädigung praktisch unerreichbar. Das ist zwar auch so ein Widerspruch. Und im Falle von schweren Nebenwirkungen einer behördlich empfohlenen Impfung ist im Epidemiegesetz ein staatliches Entschädigungssystem vorgesehen. Das wird aber nur gewährt, wenn der Schaden nicht anderweitig gedeckt ist. Das heißt, durch die Krankenkassen, durch die Produktehaftung, nennen sie hier, ob wir wohl ja genau wissen, dass die ausgeschaltet wurde. Also das ist eigentlich, ja, man muss sagen, das entspricht nicht der Wahrheit. Wenn man das anders sagen würde, würde man sagen, das ist eine Lüge. Die impfende Person, die Arzthaftung, das könnte kritischer werden. Oder eine Versicherung, Sozial- oder Privatversicherung. Und es ist dann so, dass auch das wieder aber im Widerspruch steht mit der nächsten Aussage, welche bei den häufigen Fragen kommt. Die Behandlung von Nebenwirkungen gilt als Krankheitsbehandlung. Die Kosten werden von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen, abzüglich Franchise und Selbstbehalt.
ist doch wunderbar, nicht wahr? Machen Sie sich keine Sorgen, die Prämien werden steigen. Wir bezahlen das alles gemeinsam. Der Betroffene wird nicht zur Kasse gebeten und der Verantwortliche schon gar nicht. Also der Hauptverdiener. Der Hauptverdiener. Auch nicht der Bund, der solche Dinge beschließt. Ja, das sind so die Übersetzungsanstrengungen. Man kann dann noch über die Schwangeren, du hast das vorher angesprochen, dass die gynäkologischen Fachgesellschaften empfehlen, Schwangere zu impfen. In der Schweiz, von der Schweiz. Ja, von der Schweiz, ja. Ich habe das auch schon gehört. Und da heißt es eben wieder so mit einem Gummiparagraphen, Schwangeren können nach individueller Abklärung mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt eine Impfung erhalten. Die Impfung kann im Einzelfall sinnvoll sein, denn sie verbessert den Schutz vor schweren Erkrankungen für mehrere Monate, wird behauptet. Das Gemeinsame von diesen Formulierungen ist, dass man den Eindruck hat, man schmiert den Honig um den Mund von verschiedensten Interessensgruppen. Man möchte den Gynäkologen nicht auf den Schlips trampen. Man möchte die Pharma nicht vergraulen, denn von der lebt natürlich ein großer Teil des Bundesamts für Gesundheit. Man möchte diesen es recht machen, jenen, sogar den Corona-Kritikern möchte man nicht allzu viele Argumente liefern, um gegen das Bundesamt für Gesundheit zu sein. Also es ist ein Wischiwaschi erster Güte, welcher bestimmt viel Publizistik und Journalismus gefordert hat, um eben so ein Papier zu formulieren, welches in meiner Interpretation, in meinem Verständnis aussagt, dass man sich oder ich mich am allerbesten gar nicht impfen lassen würde. Nie mehr. Also ich glaube nicht, dass man da verhindern will, den Gynäkologen auf den Schlips zu trampeln. Ich weiß jetzt nicht, wie die jungen Gynäkologen ticken, aber die alten Gynäkologen, also von meinem Vorjahrgang oder meinem Jahrgang, da war das hast du ja auch noch erlebt, da war so fast in Stein gemeißelt, so wenig wie möglich externe Toxen. Natürlich. Also man hat, ja, rauchen unmöglich, trinken ja, gar nicht, ja, oder Alkohol, ja. Fetalsyndrom, ja. In Südafrika kann man das immer noch besichtigen, schlimm, korrekt. Aber man hat jeder Frau, die ein Glas Wein getrunken hat, fast ein schlechtes Gewissen schmerzt mich, besser gar nicht. Ja, vielleicht ein Alkazil, wenn es gar nicht geht, oder? Und jetzt hantieren wir da, nochmals, das BAG hat auch irgendwo geschrieben, Sie empfehlen das nicht bei Schwangeren, weil es sind junge, in der Regel gesunde Menschen. Genau. Also aber man hat jetzt gemerkt, dass in der Regel eine Gianna Nannini die Ausnahme ist, die mit Schlag mich, hau mich, mit wie viel, mit 60 Mutter geworden, primi para, Erstgebärende. Sondern dass das eher junge, in der Regel gesunde Menschen. Das hat man jetzt gemerkt. Und das BAG zieht etwas spät, aber die Konsequenz. Ich weiß nicht, ob meine Schwangerschaft... Heikle Sache, keine Erkrankung, aber mit aller Vorsicht für das ungeborene Leben oder das entstehende Leben. Und jetzt haut man mRNA dort rein. Also, ich weiß nicht, es ist was anderes wie beim, ja, ich sage jetzt keine Altersklasse. Und das glaube ich, ich weiß es nicht, was jetzt an den Universitäten den jungen Gynäkologinnen und Gynäkologen beigebracht wird, ob der Körper doch viel permissiver ist, der jungen Frau im ersten 3 Monaten, keine Ahnung. Aber ich bin immer noch darüber überzeugt, das ist immer noch, und ich gebe auch gleich ein Beispiel, das mich erschüttert. Es ist immer noch eine, und da muss man es beim Namen nennen, es ist eine Lobbygeschichte der Pharma. Mhm. Period. Punkt. BioNTech hat ja Zahlen veröffentlicht. Das ist unglaublich. Mhm. Ich meine, ich habe zu viele Krimis gesehen, aber die haben ja 1,1 Milliarden Verlust, erste 2 Quartale, 24. Mhm. Letztes Jahr waren es Milliarden Gewinne. Mhm. 22 müssen wir nicht reden, 21 auch nicht. Mhm. Umsatz ist irgendwie 400 Millionen Euro, 2 Quartale. Und die Hochrechnungen, das wollen die Analysten ja wissen, weil das ist ja eine börsenkotierte Gesellschaft, BioNTech,
Bis Ende Jahr 2,4 bis 3 Milliarden Euro Umsatz. Wir haben Ende Juni etwa 300 bis 400 Millionen. Mhm. Entschuldigung, Björn, was wissen die, was wir noch nicht wissen? Diese Frage hat heute übrigens auch ein Kollege, dessen Name ich aus Schutz nicht nennen möchte, auch den Behörden gestellt. Was wissen die, was wir noch nicht wissen? Was wissen die, ist das die gleiche Geschichte wie Event 201? Also ich meine, normal. Also wirklich jeder Vermögensverwalter, jeder Kundenberater muss doch denken, ja, entweder kommt wieder eine riesige Pandemie oder es kommt eine Impfpflicht. Oder wie können die im zweiten halben Jahr, lass mich rechnen, den 6- bis 7-fachen Umsatz mit allen bekannten Dingen, die du ja jetzt wunderbar hier aufgelistet hast, Kompliment, Wirksamkeit, Unsicherheit, Nebenwirkungen, was weiß ich, wie können die erwarten, und die unterstehen ja der Börsenaufsicht, oder? Wie können die erwarten, den Umsatz zu versiebenfachen in den zweiten, im dritten und im vierten Quartal? Weil, ich meine, die können ins Gefängnis gehen, weil das könnte eine Irreführung der Anleger sein und der Aktionäre. Also das ist vielleicht ein Detail, aber das macht mir Angst. Weshalb macht ihr das Angst? Weil ich denke, da ist was faul im Staat Dänemark. Ja, natürlich, aber es kann eine Planung sein, oder? Wenn es richtig wäre, dann wäre es geplant und dann versuchen sie, diesen Plan umzusetzen. Wenn es falsch wäre, dann wären sie gefängnisreif, weil sie die Anleger betrügen. Aber wenn es der Plan ist, dann muss der Plan noch umgesetzt sein. Und wenn der Plan in die Hose geht, wie sämtliche Berechnungen der Taskforce, oder? Sie haben riesige Vorausrechnungen und Modellierungen gemacht und keine hat gestimmt. Aber wem war die Taskforce rechenschaftspflichtig? Wem überhaupt? Ja, aber wem sind diese Börsenleute rechenschaftspflichtig? Jetzt müssten wir jemanden von der FINMA da haben, von der Börsenaufsicht da haben. Weißt du, es sind schon UBS-Leute ins Gefängnis gegangen in Amerika wegen geringeren Dingen. Ob das richtig ist, und das kann ich wirklich nicht beurteilen. Also es ist schon, natürlich gibt es auch dort die und die, ne? Aber wenn jemand nach solchen Quartalszahlen das versiebenfacht, obwohl wir keine R-Werte haben, ein bisschen Abwassergeschichten, nicht? Ja. Weißt du, was ich meine? Wo ist die Evidenz, dass jemand mit Aufsichtsrat, da gibt es Pflichten und Rechten, sagen kann, wir versechs- oder siebenfachen den Umsatz, dass irgendwas Neues in der Pipeline ist, dass wir wissen, vielleicht haben sie einen Kombi, Impfstoff, RSV, Influenza und C19, oder? Ja. Aber das muss man sagen, weil Roche kommt dann auch und sagt, ja, wir haben dieses Krebsmittel, es hat die Stufe 2 überstanden in Amerika, wir haben gute Perspektiven, wenn es Stufe 3, dann Expected Earnings und die Aktie erwarten wir dann bei. Das sagen dann nicht die Roche-Leute, das geht auch nicht, sondern sagen dann die Masters of the Universe, genannt die Börsenanalysten. Ja, ja, ja. Nicht? Aber was da BioNTech macht, das macht mir Angst, weil da muss ein Insiderwissen, so heißt das, ein Insiderwissen da sein, dass man in nous prend pour des cons. Also sie nehmen uns für Vollidioten, oder? Ja, entweder ja, oder sie belügen uns, oder sie machen uns falsche Hoffnungen. Ich meine, das ist wie in der Religion, was dort alles versprochen wird, oder? Und wer wird von der Religiösen zur Rechenschaft gezogen? Leider gibt es Landeskirchen, da ist das eine Realität. Die Frage ist eben, oder wahrscheinlich die Tatsache ist, dass BioNTech keinen Ablasshandel wird leisten müssen. Ja. Aber das haben sie ja schon gemacht, indem sie die Leute zu den Impfungen gezwungen haben. Also das war schon Ablasshandel. Oder? Ah ja, aber das in die eigene Tasche. Ja. Nein, ich denke, ich bin natürlich da vielleicht etwas blauäugig und pragmatisch, aber deshalb habe ich vorher von diesen lokalen Gruppen gesprochen, oder? Diese großen Mitteilungen und so, die Leute in Angst und Schrecken versetzen oder in Zweifel und so weiter. Ist das gesund? Gibt euch das Gefühl von Gesundheit? Stärkt das?
Nein, aber von Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, ja, aber wie polarisiert es die Aufmerksamkeit und auf was? Ist es etwas Konstruktives? Ist es etwas Positives? Ist es etwas, was die Zukunft der Welt bedeutet? Das sind Fragen, die mich interessieren. Nur weil du gesagt hast, jede Philosophie hat ihre Zielsetzungen. Das sind die Fragen, wo erlebe ich die Freude? Wo erlebe ich die Zufriedenheit, die Geborgenheit, diese Kräfte, die mich stark, die mich gesund machen? Und ich denke, das ist natürlich einerseits philosophisch und andererseits ganz konkret, denn Zweifel, Ängste, Befürchtungen, Schuldgefühle, das macht uns krank. Und ich denke, dort können wir ansetzen ohne große Pharmazie. Übrigens, vielleicht doch noch drei Witze zu diesen ernsthaften Geschichten. Moment, bevor wir in die Witze gehen. Ich finde, Angst, bin ich bei dir, das hat man immer gemacht, wird man wieder tun, den Angstteppich auszulegen. Ja, ja. Und dann hast du die Bevölkerung in der Lemming-Funktion. Genau. Absolut. Aber eben, während den Anfängen, und ich finde, Aufmerksamkeit, die Sinne geschärft haben, finde ich extrem wichtig, dass man eben auch die guten Facetten des Lebens genießen kann. Ich finde absolut, das eine, also ich bin bipolar, das eine tun und das andere nicht lassen. Also ich finde, ja. Ich habe ja da mit Rimoldi diskutiert, ja, Entschuldigung, ich genieße auch mal etwas Profanes wie einen Fußballmatch. Ja. Oder? Und dann sagt er, ich kann Babylon nicht genießen, wenn Babylon brennt. Und das ist für einen 29-Jährigen wahrscheinlich psychosomatisch gesehen nicht gesund. Das wird ihn krank machen, weil irgendwann musst du abschalten, das ist ja genau. Resilienz, Ressourcenmanagement, ja. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, da könnten wir wahrscheinlich ein Wochenendseminar zusammen bestreiten, auf der gleichen Meinungsseite, bin ich sicher. Aber ich finde, das andere ist für mich auch in der Nähe der Vogel-Strauß-Politik oder des Kindes, des Kleinen, dass die Augen schließt in der Hoffnung, dass es dann nicht gesehen wird. Ja. Also wir müssen sehen, BioNTech, man wollte das türkische Ehepaar auf die Euronoten printen. Als Verdienst für quasi die Rettung des deutschen Volkes oder des Weltvolkes durch diese Kollaboration mit Pfizer. Das ist ein Maßstab. Und ja, das ja. Ist, gehört auch zum Gewaltmonopol, vielleicht eines Teils des Staates genannt, RKI oder BAG oder CDC oder whatever. Oder? Also das ist das, meine Meinung, das sind für mich Indizien, Frühwarnsysteme, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, aber hört doch einfach hin, die sagen es euch ja mittlerweile. Was soll das? Und es stimmt. Viele Dinge, ist das irgendwie, ja, ist das der Verfassungsschutz? Lass nur es. Verfassungsschutz, ja, genau. Die Schlapphüte sind in deinem Rucksack. CIA, ja. Genau. Also, ja, kommen wir doch langsam auf die Zielgerade. Was ist deine Glaskugel, deine Prognose? Werden wir einen ruhigen Herbst und Dezember, sagen wir, gehen wir nicht zu weit? Können wir uns versammeln an Weihnachten mit der Familie? Oder müssen wir wieder alle zum Test schicken? Oder verdunkeln, dass die nicht reingucken können, wie viele beim Truthahn sitzen? Oder beim Laborfleisch? Oder bei den Plant-Produkten? Wir wollen ja niemanden diskriminieren. Was meinst du? Da bin ich jetzt relativ optimistisch, weil es gibt doch eine gröbere Anzahl Menschen, die also wirklich nicht mehr jedes Eich glauben. Ich würde auch auf diese Prognose tippen, ja. Also ich denke auch, es gibt inzwischen vermutlich genügend selbstständig denkende Menschen in unserem Land, welche an Weihnachten das tun werden, was ihnen richtig erscheint und sich nicht bevattern und bemuttern lassen werden von einer Gesundheitsbehörde oder von einer Regierungsbehörde, welche eigentlich von der Sache gar nichts versteht. Was sind deine nächsten Schritte oder, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, Big Points? Hast du irgendwelche Projekte, Pläne, die du hier kundtun darfst und ja, möchtest? Also wir haben weiterhin
Also eine unserer Aufgaben, die Fort- und Weiterbildungen, die wir machen, das sind Kurse, Tageskurse, in denen wir gesundheitliche Themen aufarbeiten. Das nächste ist Spiritualität in der Medizin, weil diese Beitragenden der Ansicht sind, dass es eben ein wesentlicher Faktor ist, um auch in der Medizin wirksam und befruchtend arbeiten zu können. Dann geht es auch noch über den erschöpften Menschen im Dezember, im November mit einer solchen Fortbildung. Das sind weitere konkrete... Also nicht nur der politisch Erschöpfte? Nicht nur der politisch Erschöpfte, okay. Nein. Auch der Impferschöpfte. Gewisse meinen, sie seien Covid-erschöpft. Es gibt natürlich auch sogenannte Burnouts, die nicht damit zusammenhängen. Also erschöpft im weitesten Sinn. Wie kommen wir zu der Kraft zurück, welche uns nicht in die Erschöpfung führt oder uns daraus herausführt? Dann ist ein weiteres Ziel, dass wir eben unsere Regiogruppen entwickeln und wir sind in der Planung des nächsten Jahres, das kommt jetzt Ende August, auf uns zu, wo wir wieder die verschiedenen Ziele, die Aletheia in Angriff nimmt, weiter planen werden. Jetzt ist mir noch so ein genialer Abschluss gelungen, da im Kopf oben, da haben sich Synapsen beim Zuhören verbunden. Du bleibst Präsident. Das ist im Moment nicht in Frage gestellt. Ja, weil die Demokraten tagen jetzt. Sie haben sich nicht angefragt als Alternative zu Kamala Harris. Wurde es noch nicht angefragt? Nein, 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 so weit ist es nicht gekommen, nein. Okay, wer macht das Rennen? Ich weiß es nicht. Das darf nur Marco Riemer sagen. So heißt ein Programm, das ist urheberrechtlich geschützt. Ich weiß es nicht. Schön. Was ist deine Prognose? Komm, sag. Macht es der beiden, der gefährliche Mann in Orange, oder macht es die, man weiß es ja nicht, ist sie jetzt Black oder ist sie Indien oder kommt noch jemand anders? Ich glaube nicht, oder? Ich denke, diese Figuren sind Marionetten, oder? Und es gibt ja Aussagen dazu, dass es Doubles gibt. Ja. Welche in unterschiedlichen Situationen beigezogen und aufgeführt werden. Also es gibt auch da dazu sogenannte Verschwörungstheorien, von denen ich nicht weiß, was ich halten soll. Außer das ist, es ist ein Kasperle-Theater, oder? Aber bei beiden haben sie schlecht gecastet. Ja, gecastet. Ja, ich denke, es ist auch interessant, einen Dement an der Regierung zu haben, oder? Wer ist eigentlich Präsident im Moment der Vereinigten Staaten? Es spielt keine Rolle. Ja. Der Präsident ist eine Marionette derer, die dahinter stehen und die Fäden ziehen, oder? Das ist in der Schweiz natürlich auch so. Und dann werden sie mit entsprechenden Methoden so erpresst, dass sie gar nicht anders können und so müssen. Aber wer wirklich regiert? Deshalb bin ich auch auf dieser etwas kritischen, da frage ich eben, bin ich auf der Hinterfragung, streut man uns nicht einfach Sand in die Augen und das Sandmännchen macht sie dann zu und dann glauben wir sind in einer Demokratie und haben alles Tolle und so. Und im Prinzip läuft etwas hinter dieser Agenda. Okay, da bin ich voll bei dir. Kannst du das mal, Moment behalten, ich mache noch eine Minischlaufe, ja. wer wirklich regiert, oder? Tim Walz, nur zum Thema von deiner Übersetzung. Tim Walz ist ja jetzt der Kandidat für Vizepräsident, ja, aus Minnesota. Der hat ja auch einen interessanten Impfanreiz gemacht bei Schülern und Studenten. Mhm. Also jeder Student, also ich komme ja da nicht ganz draus, Highschool und College und so, mhm, ne? Also das ist für mich, der bekommt 200 Dollar auf sein Visa-Konto. Plus nimmt an einer Verlosung teil für ein Stipendium von 100.000 Dollar. Mhm. Das war 21. Ja. Oder? Und dazu hat der Minnesota, hat er quasi zum Sanctuary, wie sagt man, zum Zufluchtsort für alle Geschlechtsanpassungswilligen gemacht. Ja. Mhm. Das ist der designierte Vizepräsident, also klare Kante hat er gezeigt, was Impfincentives sind. Wer regiert die Welt? Und darum nochmals erschreckt mich diese BioNTech-Geschichte. Ich glaube, die Welt wird primär gesteuert von drei Instituten. BlackRock, State Street und Vanguard. Mhm.
Und wenn man, das ist natürlich nur ein Label. Ja, ja, ja. Aber ja, wenn ja, man ja. schaut, wer natürlich. Dahinter steht, die Mehrheitsanteile, das sind die wenigen große reiche Familien. Ja, 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 ja. Ob man das tiefen Staat nennt, da kommen ja noch die Geheimdienste dazu. Das spielt eigentlich, das ist Nomenklatur. Ja. Aber ich glaube, always follow the money. Ja, das finde ich. Das ist nicht mal nur Rockefeller oder Rothschild. Das ist, würde ich sogar sagen, die zweite Ebene. Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber es geht in diese Richtung für mich. Und die anderen, das sind die Schachfiguren auf dem Schachbrett der großen aber Welt. Aber sie machen die Propaganda. Sie machen die Propaganda. Das ist ganz, ja, und ja, das, ja. Die Propaganda ist abhängig vom Charisma, von einer Ausstrahlung. Und ja, ich meine, was die Kamala Harris jetzt in den letzten 3 Wochen abgezogen hat, das hat sie ja irgendwie in 3/4 Jahren nicht gemacht. Oder? Und jetzt wird sie wird als Popstar institutionalisiert, oder? Mit dem Frauenbonus, vielleicht noch mit dem Hautfarbenbonus, wo man ja nicht ganz genau weiß, was es ist. Oder? Und weißt du, du brauchst schon auch eine Volksmeinung. Und wenn du sagst, ja, das ist gut, let's go to war. Ja. Ne, das wissen wir vom ersten. Und ja, zweiten natürlich. Ja, ja, ja. Und wenn du jemand hast, der, nenn es Marionette, dahin steht und so gut gesteuert ist und das so rüberbringt, hat es eben schon noch einen Effekt, wer dann dort steht. Ja, natürlich, das haben wir beim Zweiten Weltkrieg auch gesehen. Nicht? Massiv, oder? Ich meine, das war ein genialer schauspielerischer Schachzug, oder? Das ist ganz klar. Aber ich denke, das ist eben auch, es gibt auch dieses Sprichwort, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, oder? Das war unsere Osterfriedensmarsch-Generation, Björn. Ja. Das ist irgendwie wie weggeblasen. Ja, ja, ja. Aber nur zum Sagen, es gibt auch diese Realitäten. Wenn man die vergisst, ist man natürlich in der Kriegspropaganda, wie sie gerade grausam, oder? Läuft. Ja, grausam. Ja. Grausam. Und dann sterben die Leute und deshalb noch einen Witz zum Grabstein. Das ist ein guter Schluss. Guter Schluss. Weil irgendwo ja. beim Grabstein hört ja irgendwas auf. Irgend hört was auf, ja, ja, ja. Also dort gibt es zum Beispiel, was auf dem Grabstein steht, eines Chemikers. Er ist in Lösung aufgegangen. Oder dann eines Physikers. Das Experiment wurde abgebrochen. Und zum Schluss noch, was auf dem Grabstein steht, eines Pharma-Bosses. Frisch gewagt ist halb gewonnen, frisch gespritzt ist ganz geronnen. Und ich sage jetzt, rest in peace. Amen. Vielen Dank, lieber Björn, für dieses doch animierte, diskursive Gespräch. Wir haben die Welt, trotz allem auch die politmüde Welt, ein Angström oder ein Mühe besser gemacht, würde ich sagen, oder? Meinst du nicht? Ein Mühe, ja, noch ein letztes. Ein Trösterchen aus der Physik. Ein Atom kommt weinend und klagt. Ich habe ein Elektron verloren. Dann sagt ihm das andere, auf die Schulter klopfend. Seh's doch einfach positiv. Ja, liebe Freunde, schön, es war jetzt ein bisschen länger als auch schon und schön, wenn ihr noch dabei geblieben seid bis zum Schluss. Das war Björn Rickenbach, amtierender Präsident, nicht der Vereinigten Staaten, auch nicht Kandidat, sondern von Aletheia. Björn, gute Rückreise an den Neuenburger See. Gehst du in, heute Abend, ja. Nicht in Düsserschweiz? Noch nicht in Düsserschweiz. Ja, zieh dich warm an, dort ist Viola Amherd, sie ist NATO-nahe. Ich weiß. Eben, und schön, dass du da warst. Und ja, mutig voran, den Mutigen gehört die Welt. Und nimm das mit, es ist mühsam, aber man muss gewisse Dinge x-mal sagen. Ja. Das ist, danke für den Ratschlag. Ich kann manchmal mich selbst nicht mehr hören in den Videos. Ich kann es dir wirklich sagen. Und ich weiß, es ist so ungeheuerlich, was abläuft, dass der normale Mensch, der nicht die Kraft hat, nicht die Energie, nicht die Zeit hat, da einzutauchen, es nicht glauben kann, bis man es ihm nicht x-mal gesagt hat. Ja, ja.
That's the way it goes. Danke vielmals. Danke dir vielmals. Es war wunderbar. Lieber Marco, schön. Und auf ein nächstes Mal. Ja. Genießen wir den Sommer, weil das ist ressourcenfördernd. Das ist so. Alles klar. Danke. Ciao zusammen, macht's gut. Bis bald.